Ey, warum bin ich denn so verdammt nochmal müde? Das gibt's doch nicht. So, da müssen wir natürlich noch irgendwas hinterzimmern. Das ist nur so ein Vordruck quasi. Weil ich habe eine kleine Idee. Die möchte ich gerne umsetzen. Punkto Geheimgang und so. Das würde ich ganz gerne hier drinnen machen, dass man halt dran läuft und auf Knopfdruck ziehen sich hier die Bücherregale weg. Natürlich eine super coole Sache. Muss halt bloß gebaut werden. Dafür haben wir dann die Kollegen hier. So. Und die müssten doch dann eigentlich, wir testen das mal kurz aus. Wenn ich das hier hin mache und ich mache da das hin, da wird es genau hier hingeschoben. Stellen wir uns vor, hier ist das Bücherregal und auf Knopfdruck, zack, verschwindet das wieder. Geht das auch? Nö, da geht's nicht. Geht's denn vielleicht hier? Aber es geht, das weiß ich. Da müssen wir jetzt ein bisschen buddeln. Dann hätte ich mich überlegt, dass wir das. Oder wir machen das mit einer Druckplatte. Also, nee, dann öffnet und schließt sich das und dann werden wir zerquetscht. Machen wir das dahin. So. Merkt doch keiner. So. Setzen. Mal gucken. Leuchtet es jetzt auf? Ja. Perfekt. So. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Okay, dann muss ich das eventuell so machen. Weiter nach hier graben. Ist da doof. Ja, dann würde sich nämlich das da verbinden. Das eine mit dem anderen. Da fehlt mir jetzt noch ein Redstone für. Wir wollen ja sowieso hoch. Wir brauchen A Redstone und B, haben wir hier vielleicht noch was bei? Nee. Und B Holz und Papier. Ich hoffe doch, dass gerade Tag draußen ist. Natürlich nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde aufgenommen. Und irgendwas stirbt da gerade ganz fröhlich. Ich lege mich pennen. Also in-game. Und renne und dann sehen wir uns quasi, sobald ich alles gerendert habe und die Folgen draußen sind. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüssi und die Sache steht immer noch, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die man mit diesen neuen, tollen Erfindungen machen kann, immer her damit. Immer her damit. Okay, also, tschüss. Und wir starten die nächste Runde. Man hört wieder unsere Nachbarn sterben. Das ist wahrscheinlich wieder früh am Morgen im Spiel. Yo. Wir waren unten in der Bibliothek, genau. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, warum man die Schafe nicht mehr vernünftig scheren kann. Hier. Daraus macht man sich eine Schere. Und danke nochmal in den Kommentaren wurde ich mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das wohl übersehen habe in den Notes, in den Updates. So, schauen wir mal, wie können wir das denn machen? Wie können wir jetzt die Schafe scheren? Och, och, da kommt noch so viel raus. Oh, ein Traum.
Ich glaube, der Jupp hat es geschrieben. Dankeschön. Sehr coole Sache. Ja. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr die Schafe umbringen. Und bloß einen Wolle dabei rauskriegen. Och, wie traumhaft. Mäh. Und man kann damit auch Bäume scheren. Allerdings, das habe ich mal kurz ausgetestet und ich muss sagen, ich bin da überhaupt nicht zufrieden mit. Denn der Blödsinn, der löst sich wieder auf. Ja, ansonsten hätte ich jetzt so eine tolle Hecke um unser Haus herum gebaut. Wir brauchen eh Holz, sehe ich gerade. Ja, sonst hätte es halt so eine tolle Hecke gegeben. Aber fällt aus wegen dem Nebel, der ganz, ganz, ganz tief auf dem Boden hängt. Tief auf dem Boden. Flach auf dem Boden, Entschuldigung. Also Bodennebel. Das löst sich immer auf. Noch habe ich das nicht ganz verstanden. Ich glaube, muss man so einen Holzblock drunter setzen und erst dann funktioniert das. Aber ich bin auch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir testen das jetzt einfach mal. Warte mal. Zack, eins, zwei. Die Blöcke sehen also genauso aus wie hier. So. Oh, sehr schön. So, und wo machen wir das hin? Du, 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 du. Wo können wir das denn machen? Einfach mal zum Testen. Ein Creeper. Haben wir Schwertchen bei? Nö. Hey, können wir den auch scheren? Put, 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 put. Nö, kann man nicht. So. Dann würde ich mich so machen. Und hoffen, dass das bleibt. Allerdings würde ich das dann eins tiefer setzen, also in den Boden mit dem Holz, dass man wirklich so eine Hecke hat und nicht hier dieses Stück Holz vor der Nase. Also es löst sich nicht auf. Warte mal, wenn ich jetzt so mache. Geht die Hecke dann weg? Wir haben jetzt leider nichts, um das mal nachzuprüfen. Also noch irgendwie ein Stück Hecke oder so. Blöde Spinne. Ich diese Spinnen hasse. Jetzt trampeln mir mein Beet. Die springen einfach über das rüber. Das gibt's doch nicht. Blödes Vieh. Wie machen wir das am besten? Der Jupp meinte ja, mach doch da einfach oben so einen Kreis aus Feuer hin oder Lava oder ähnliches. Also aus diesen Dingern hier wahrscheinlich meint er dann. Ja, hier eigentlich eine gute Idee. Ich bin so verwirrt. Was tue ich jetzt? Ich brauche ein Lager, wo ich alles unterbringe. Spitzhacke haben wir noch. Aber trotzdem noch einer. Jetzt sind wir auch wieder voller HP. Und jetzt begeben wir uns wieder in die Untiefen und werden da weiter rumwerkeln. Denn neben der Bibliothek brauchen wir auch noch ein Lager. Wo wir alle unsere Materialien ablagern. Und Redstone bauen wir. Ah, genau. Wir hätten ja hier an diesem Schalter weitergebaut. Also gehen wir nochmal ab in die Tiefen. Hops, 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 hops. Aber das mit der Schere ist cool.
Und dann möchte ich einen langen Tunnel bauen, der nach draußen führt. Und